Schwimmrad ist der schönste Sport auf Erden und vereint so viele unterschiedliche Facetten. Wir sind heute bei der WM-Qualifikation in Billstedt. Wie ihr hinter mir seht, fahren sich schon alle ein für den Wettkampf heute. Das ist die erste Veranstaltung nach 2 Jahren für uns. Ja, wir freuen uns alle sehr drauf. Schleswig-Holstein mit meinem Verein und wir sind jetzt hier bei der Quali und hoffen, dass wir natürlich Startplätze bekommen, weil wir seit 3 Jahren natürlich überhaupt keine Meisterschaften, keine richtigen Trainingslager hatten, kein gar nichts. Also ja, das ist heute ein richtiges Highlight eigentlich. Ich fahre schon seit etwa 10 Jahren Einrad und das ist jetzt auch meine 4. Einzelkür und Parkür fahre ich jetzt schon meine 6. dann an dieser Meisterschaft. Du hast auf jeden Fall ordentlich Stimmung reingebracht. Die U15 und die U17 sind jetzt vorbei. Wir haben gerade die Einfahrpause für U19. Meine Partnerin Maya fährt jetzt gleich. Deshalb bin ich auch super aufgeregt. Das ist fast genauso schlimm, als ob man selber fährt. Konzentrier dich nicht zu krass zu zittern. Arsch runter. Arsch jetzt erst hoch. Fräsi, guck nach vorne, guck nach oben. Ich war kurz davor zu fällen, dass du runter gehst und wieder hoch. Ja, also, ja, aber dann habe ich es noch so geschafft. Konzentrier dich. Das denke ich mir häufig. Spann alles an, was geht. Also es war vorbei. Geil, als es zu Ende war. Oh Gott, das ist so spannend gemacht am Anfang. Aber wenn man sich vorher überlegt, glaube, das kann doch eigentlich gar nicht gehen, wenn man das dann irgendwie länger übt, ist es fast immer so, dass es funktioniert. Das war gerade echt ein krasser Trick, weil Hochschnicken im Kreuz wechselt hinten raus, ist sauschwer. Leider hat es nicht ganz geklappt, aber man hat gesehen, sie kann ihn eigentlich und der ist sehr beeindruckend. An jedem Wettkampf gibt es natürlich so die üblichen Verdächtigen, die sehr wahrscheinlich im Expert starten werden. Zum Beispiel Maya, Emma, Amelie, all diese haben wir schon gesehen. Jetzt kommt noch Lisa und da bin ich wieder sehr, sehr, sehr gespannt auf die Kür. Das ist nämlich die deutsche Meisterin von 2019. Hinten werden jetzt gerade die Ergebnislisten ausgewertet. Gleich geht's los und wir wissen, wer startet an der WM in Grenoble und vor allen Dingen auch, wer startet im Expert in den Einzelkühen. Ja.
war so gut. Maya ist tatsächlich erste im Expert geworden und Lisa zweite, aber die dritte. Super schönes Ergebnis, freue mich total für alle drei. Tag 2. Heute starten die Parkhöhen und Kleingruppen. Bei den Parkhöhen geht es darum, dass man noch mehr zeigen kann als die beiden Individualfahrer für sich. Tricks, die nur dadurch möglich sind, dass man als Paar fährt. Zukunft. Ich bin gestern Einzelkühe gefahren und das lief leider nicht so gut, aber es gibt immer Niederschläge und deswegen freue ich mich heute auf die Park hier und Kleingruppe nachher noch. Neuer Tag, neues Glück. Vorwart, ich glaube ich. Ja. Und hier am Ende war reinstecken vom Sattel. Ja, gut gemacht. Also ich bin sehr zufrieden. Also ja, dafür, dass wir noch nie zusammen gefahren sind, war echt gut. Ja. Gut, also ja. Der Anfang war ein bisschen stressig, weil ja eine Kühe ausgefallen ist. Aber zufrieden. Ja, sehr zufrieden. Ich fahre mega gerne Handride und wir hatten jetzt in unserer Parkhöhe eine Handride-Dragseat-Kombination. Das finde ich eigentlich ziemlich cool und ich hüpfe auch richtig gerne. Ich finde auch die Standwaage, wo ich die Standwaage hinten dran mache, eigentlich cool, weil das sieht beim Publikum immer gut aus und die klatschen dann immer alle. Ja, also bei mir ist es eigentlich der Crossleg-Teil. Meiner ist das Side-Ride-Hochkicken von ihrem Sattel. Der Y und dann das japanische gezogene. Rebecca und ich haben als Freestyle-Beauftragten einfach versucht, einen bestmöglichen Rahmen zu schaffen, um die Qualifikation für die WM so transparent und fair wie möglich zu machen. Schwierig war natürlich, dass wir mit vielen spontanen Ausfällen auch zu kämpfen hatten, also sowohl bei der Jury als auch bei Sportlerinnen und Sportlern, die kurzfristig erkrankt sind und da dann einfach einen möglichst reibungslosen Ablauf weiterhin zu gewährleisten. Ich glaube auch die, die selbst heute jetzt hier keinen Startplatz bekommen haben, haben schon gesagt, dass sie einfach auch glücklich sind, nach all der Zeit mal wieder auf einem Wettkampf zu fahren. Ja, es ist schon echt komisch, hier dabei zu sein, aber nicht zu fahren. Wir starten per Videoquali, weil ich mir mein Steißbein gebrochen habe. Es ist aber trotzdem schön, wenigstens hier zu sein, wenigstens die anderen zu unterstützen. Hinter uns fahren sich jetzt die kleinen Gruppen ein. Das ist nochmal spannend, weil man in der Gruppe natürlich nochmal ganz andere Figuren machen kann als alleine oder in der Paar. Wir sind gerade eine Kleingruppe zu The Witcher gefahren. Ja, wir sind euch zufrieden. Ja, wir hatten einen Abstieg, das ist eigentlich ganz gut. Ja. Haben wir Glück gehabt. Vor allem sind wir froh, dass es jetzt vorbei ist. Ja. Ich finde es richtig cool, dass wir alle vier dasselbe Hobby haben. Auch unsere kleine Schwester fährt Einrad. Ich finde, es verbindet uns einfach. Dass man sich Halt geben kann. Ja, dass man Fokus auf Synchronität setzen kann. Ja, das macht Spaß. Für mich ist es ein Ausgleich vom Lernen. Es macht mir einfach Spaß. Wenn man sich komplett auf so eine Kür konzentriert, kann man alles andere vergessen. Wir sind ins Expert reingekommen. Krass, auf jeden Fall. Es ist super schön, dass wir einfach das Ergebnis bestätigen konnten, dass es mir mit dem Video nochmal gereicht hat, weil wir vor 2 Jahren damit qualifiziert waren mit genau dem Video. Und es ist super schön, dass auch tatsächlich die ersten drei Parkwin-Expert ihre Ergebnisse bestätigen konnten und dass es nicht so war, dass dann einer bei einem schlechten Tag hat jetzt rausgefallen ist. Wir haben uns sehr gefreut. Ich freue mich an der WM drauf, andere Leute aus anderen Ländern zu treffen
und sich mit denen so ein bisschen austauschen zu können. Neue Inspirationen bekommen für Tricks, da habe ich auch sehr Bock drauf. Und auch mal die ganzen anderen Disziplinen kennenzulernen, weil wir sind dann doch sehr in unserer Freestyle-Bubble und das ist schon nochmal was Besonderes. Und dass man Deutschland würdig vertreten kann.